hier in Deutschland Varroa milbe und gegen die scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Auch aggressive Chemikalien helfen auf Dauer nicht, weil die Milbe resistent wird. Wir brauchen also eine nachhaltige Idee, wie die Bienen überleben sollen. Kommt diese Idee von einem Hamburger? Bringt die Rettung wirklich der Bücherskorpion? Dilan und Laila aus der 6. Klasse zählen tote Varroa-Milben. Die aus Asien eingeschleppten Milben werden für das Bienensterben zum Opfer fiel. Die Milben übertragen gefährliche Viren. Wir haben eigentlich ein großes Problem. Also da liegen die überfallen und beißen. Dabei übertragen sie die Bienen Krankheiten. Imker bekämpfen die Milben mit Chemikalien wie Ameisensäure. Doch jetzt gibt es ein neues Verfahren, einen Fressfeind der Milben, den Bücherskorpion. Die meisten Imker wissen gar nicht, was überhaupt dieser Bücherskorpion ist. Und er entlaust halt so gesagt die Bienen von und isst die Milben dann. Bis zu 5 mm groß wird der Bücherskorpion. Ihren Armen und saugt sie aus. Bis zu 9 Milben schafft er am Tag. An einer Hamburger Stadtteilschule wird der Bücherskorpion erforscht, der womöglich die Bienen retten wird. Biologie- und Englischlehrer Torben Schiffer hat ihn wiederentdeckt. Er suchte nach einem Fressfeind der Milben, weil er als Imker nicht gern Chemikalien benutzt. Die Milben, die eben am vitalsten sind, die am resistentesten sind, die überleben diese Prozedur, die stellen die nicht. Und so wird die Milbe letzten Endes vitaler und resistenter. Als Student fand Schiffer alte Bücher, die die Symbiose von Bücherskorpion und Bienen beschrieben. Bis in die 70er Jahre gab es sie noch. Doch die Chemikalien in der Imkerei haben den Bücherskorpion in Bienenstöcken ausgerottet. Züchten untersuchen nun die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse, welche Bedingungen dafür geeignet sind. Hier der Kessel der sogenannten erhitzt das Wasser rundherum unterschiedlich. Die beste Temperatur für die Bücherskorpione ist da, wo sich die Temperaturorgel haben wir eine optimale Temperatur erforscht oder versucht herauszukriegen, wo sich die Bücherskorpione am wohlsten fühlen und wo sie sich halt am meisten vermehren. Wir haben herausgefunden, dass sie sich am meisten bei 15 bis 25 Grad aufgehalten haben und da möchten wir jetzt noch weiter forschen. Schüler springen als Forscher ein. Denn bekannte Bieneninstitute wie das in Celle halten vom Bücherskorpion. Otto Böcking untersucht die Varroa-Milben schon seit 20 Jahren und liebt die Bienen. Also unsere Bienen sind richtig sanft und das macht richtig Spaß mit den Bienen. Böcking meint, der Bücherskorpion komme nicht an die Milben heran. Denn die meisten sitzen in den Waben, wo die Bienenlarven heranwachsen. Der Bücherskorpion aber erwischt nur. Das hier ist ja alles verdeckt. Das heißt, hier entwickeln sich lauter junge Bienen. Da sitzen dann die Rohrmilben drin, sicher vor jedem auf Bücherskorpionen. Für Torben Schiffer macht es nichts, dass die Bücherskorpione nicht in die verdeckelten Waben kommen. Er will die Gesamtzahl der Milben reduzieren. Bücherskorpion von Varroa-Milben jeden Tag und hält damit sozusagen diese exponentielle Vermehrung der Varroa-Milben auf, bis hin zu damit zurechtkommt. Auch Imker Ralf Büchler vom Bieneninstitut in Kirchhain Chemikalien, resistente Bienen zu züchten, die sich dadurch selbst schützen. Bücherskorpione können da eine Ergänzung. Dass sie eigentlich natürlich gehören. Und im Grunde beobachten wir jetzt die vergangenen Jahrzehnte hindurch, dass die Wirkung und gleichzeitig die Probleme sind. Also da lehrt uns doch die bisherige Erfahrung, wie man zu einer dauerhaften Lösung führen kann. Viktor aus der 11. Klasse verdampft Oxalsäure. Wird der Bücherskorpion es überleben? Bei der Zucht könnten kann am Anfang womöglich helfen. Da man Bücherskorpion erst zu der Zucht noch eine Milben
Chemikalie, die die Milbenzahl in den Stöcken halt einschränkt, für den Bücherskorpion unschädlich sind. Die ebenfalls gegen Varroa-Milben eingesetzte Ameisensäure tötet die Skorpione. Kann sie zusätzlich eingesetzt werden, bis es genug Bücherskorpione im Bienenstock gibt, die die Milben beseitigen? Er frisst gerade eine Varroa-Milbe. Gleich geschnappt. Oxalsäure überstehen ist noch nicht klar. Auf jeden Fall benötigen die Imker an. Mit handelsüblichen kann der nicht optimal arbeiten. Wir können ja mal gucken. Hier mal den Kasten auf. Da unten auf dem Boden fällt Milben. Die paar Milben, die der einen Bienenkasten entwickelt, der ideal ist für die Bücherskorpione. Gerade die extra dafür ausgelegt ist. Das hier sind alles Brutnester in diesen Spalten. Die haben hier überall kleine Löcher drin. Dort bauen die Bücherskorpione auch ihre Nester rein. Diese Vertiefung finden wir nicht nur hier unten im Stock, sondern auch an den Seitenwänden hoch bis nach oben. 150 Bücherskorpione halten den Stock sauber, den die Schüler betreuen. Sie finden darin nur eine Milbe pro Woche. Aber müssen Sie den Milbenjäger weiter allein erforschen? Zumindest ist diese Frage der Bücherskorpione so interessant, dass sie wissenschaftlich verfolgt werden sollte. Also wir könnten hier vielleicht im Versuchsbetrieb so die richtige Ausgangssituation schaffen, dass man ernsthaft mit Bücherskorpionen experimentiert. Torben Schiffer hätte dann schon ein Ziel erreicht. Aber der Bienenfreund gründete außerdem auch einen Verein, um weltweit Erfahrungen mit dem Bücherskorpion zu sammeln, der vielleicht zur Rettung der Bienen beiträgt. Oft sind es ja solche Tüftler an Schulen und Unis, die für entscheidende Durchbrüche sorgen, die in den Großunternehmen oder Konzernlabors nicht gefunden werden. Wir haben bei Nano schon viele von ihnen vorgestellt. Vielleicht gehört auch Professor Hartmut Zopke dazu. Er forscht an Hightech-Autos.